Zum ersten Mal seit 3 Jahren wählt Ägypten wieder ein Parlament. Darüber sprechen wir heute bei NZZ Global, dem Auslandgespräch der Neuen Zürcher Zeitung. Das Parlament wäre als Volksvertretung, als Gesetzgeber und Kontrollinstanz einer der Grundpfeiler einer Demokratie. Einer Demokratie, wie sie 2011 Millionen von Ägyptern im Rahmen des arabischen Frühlings gefordert hatten. Doch gibt es überhaupt Platz für Demokratie in einem Regime wie jenem von Abdel Fattah al-Sisi? Das frage ich heute Monika Bolliger. Sie ist uns jetzt via Skype aus Kairo zugeschaltet. Guten Tag. Guten Tag, Frau Fleck. Am Wochenende haben die ersten Wahldurchgänge stattgefunden. Das gesamte Prozedere und auch die Ergebnisse werden sich noch bis in den Dezember hineinziehen. Aber was kann man denn derzeit sagen? Sind das freie Wahlen überhaupt oder sind die meisten Plätze in diesem Parlament ohnehin schon vergeben? Ja, also ich denke, man kann davon ausgehen, dass die besten Chancen haben einflussreiche Geschäftsleute und Leute mit Verbindungen zum Regime. Auch die großen, die wichtigsten Parteilisten sind sicher Sisi-freundlich. Und das Wahlrecht ist eben auch so gemacht, dass individuelle Kandidaten mehr Chancen haben als Parteien und dass eigentlich unabhängige oder kleine Parteien chancenlos sind, weil man ihnen viele Hindernisse in den Weg legt und dass die Wahldistrikte auch so verteilt wurden. Und das erinnert schon an die Zeit von Mubarak, der 2011 gestürzt wurde. Zeigen die Ägypter überhaupt Interesse an dieser Wahl? Viele winken lachend ab, wenn man sie danach fragt. Also sie haben andere Sorgen und setzen wenig Hoffnung in diese Wahl. Viele Leute sind auch einfach resigniert nach Revolution und Chaos und haben wirklich einfach Sorgen, wie sie überleben und haben das Interesse an der Politik auch verloren, gewissermaßen. Ja. Und das, obwohl man ja 2013, 2014 bei Sisis Machtübernahme ihn als den großen Heilsbringer gefeiert hat. Nach 2 Jahren oder knapp 2 Jahren an der Macht jetzt, wie würden Sie das denn resümieren? Also Stichwort Bildung, Rechtsstaatlichkeit, Wirtschaft? Um die Rechtsstaatlichkeit steht es sicher nicht gut in Ägypten. Sisi hat in der Zeit, wo es kein Parlament gab, per Dekret ganz viele Gesetze erlassen. Viele sind autoritärer Natur, die dem Militärapparat zum Beispiel mehr Macht einräumen. Und unterdessen wird auch die Bürgergesellschaft massiv unterdrückt. Und das ist wirklich jetzt heute schlimmer als in Zeiten Mubaraks. In der Bildung habe ich noch wenig wirklich Reformen von Reformen gehört. Man hört eher von Missständen wie keine Stühle in den Schulzimmern und so. Also steht wirklich nicht so gut. Sisi hat umgekehrt einige Wirtschaftsreformen durchgeführt, die von Ökonomen auch begrüßt wurden. Die Wirtschaft hat sich insgesamt stabilisiert. Es gibt wieder mehr Investitionen. Das ist vielleicht gut, aber die gewöhnlichen Leute, die spüren davon wenig. Viele leben unter extrem prekären Bedingungen und die Tendenz ist steigend. Talentierte Junge, die wandern ab und gleichzeitig sind staatliche Willkür und Korruption verbreitet. Aber gerade weil Sie sagen, es ist ihm gelungen, quasi durch Wirtschaftsreformen neue Investoren anzulocken, lassen die sich nicht abschrecken eben von dieser sehr mangelhaften Rechtsstaatlichkeit? Die großen Investoren, denke ich, haben weniger Probleme, weil sie halt über Beziehungen und über Bestechungsgelder die formalen Wege umgehen können und sich so etablieren können. Und das Problem ist wirklich für die kleinen und mittleren Unternehmen diese Unsicherheit und auch die massive Bürokratie, wo man eigentlich fast nichts auf dem offiziellen formalen Weg erreichen kann, weil das einfach so ein Monster ist. Ja. Kommen wir nochmal zurück zu den Wahlen. Dieses Parlament wird ja die Macht Sisis eigentlich stärken. Also das ist absehbar. Was macht das denn jetzt mit der Stellung Ägyptens in der Region? Ich spiele da jetzt auf die Beziehungen zu Palästinensern, zu Israel, auch zum IS an. Ja, bezüglich IS sieht ja der Westen in Sisi einen gewissen Grad ein Partner in der Terrorbekämpfung. Der IS in Ägypten, der im Nordsinai operiert, hat aber auch profitiert von Sisis Regime, weil dieses mit seiner brutalen Repression von Islamisten diese in den Untergrund gedrängt und radikalisiert hat. Und jetzt, was die israelischen Nachbarn angeht, das ist sicher ein offenes Geheimnis, dass die Kooperation zwischen Israel und Ägypten so gut wie nie ist.
Ich denke, in Israel verspricht man sich von einer Restauration des Regimes in Ägypten einfach mehr Stabilität und Verlässlichkeit, dass nicht eine demokratisch gewählte Regierung unerwünschte politische Richtungswechsel eingeht. Die Grundprobleme sind mit dieser Rückkehr zur Autokratie nicht gelöst natürlich, sondern nur aufgeschoben. Und ich denke nicht, dass gleich eine neue Revolution bevorsteht, aber wenn es dann irgendwann wieder knallt, dann wird es wahrscheinlich sehr unschön bleiben. Vielen Dank, Monika Bolliger, für Ihre Einschätzungen. Ihnen danken wir fürs Zusehen. Alle aktuellen Informationen rund um die ägyptischen Parlamentswahlen finden Sie wie immer online auf nzz.ch.